Hier können wir Dart spielen. Lady, geh mal weg. Ich zeig dir, wie das hier geht mit Dart spielen. Einmal. So, wenn man nicht gewinnen kann, Leute. Upsa! Sorry! Sorry! Ich hoffe, Zukunft hat eine gute medizinische Veranstaltung hier. Alright, 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 Leute, willkommen zurück zu Watch Dogs Legion Preview. In Zusammenarbeit mit Ubisoft, Kuss geht raus an euch, ne? Darf ich tatsächlich Watch Dogs Legion schon ein bisschen anspielen, euch ein bisschen was davon zeigen, was hier Sache ist, wie es aussieht und so weiter. Und ich finde, es sieht lecker aus. Er sieht mega lecker aus, ne? Watch Dogs ist mega nice, das Spiel auf jeden Fall. Assassin's Creed in der Zukunft, würde ich immer, wie ich es immer so schön sage, ne? So, was haben wir hier für Kollegen? Was für einen Kollegen spiele ich erstmal, ne? Man wird hier ein bisschen in die Demo reingeschmissen. Ja, steckt die Waffe ruhig raus, wenn ich hier rumrenne. Okay, fängt ja super an. Jetzt habe ich einen Helm auf dem Kopf. Okay. Direkt 5 Sterne am Start, okay. So, ich flüchte hier mal, ne? So, Minimap, Leute. Watch Dogs Legion spielt diesmal in London, ne? Ein bisschen Zukunfts-London, logischerweise, ne? Riesige Map, mal wieder Overworld. Am Start, aber die üblichen London-Sehenswürdigkeiten sollen hier auch zu finden sein. Okay, ich muss mich selbst noch ein bisschen in das Spiel reinfuchsen, ne? Zum Beispiel den Typen kann ich jetzt hier rekrutieren. Ist ein Bibliothekar und hat Tränengas. Okay, das sieht jetzt erstmal nicht so spannend aus, muss ich sagen. Ne, man kann hier auf jeden Fall unterschiedliche Leute reinholen. Okay, bin mal gespannt. Bin mal gespannt, was ist mit dir? Kurohawa, okay, wir schnappen uns mal ein Auto. Einfach aus Prinzip. Ich will einfach erstmal fahren. So, Clown. Hat keiner gesehen. Taxi. Hast du nichts gesehen, ne? So, ja. Okay. Auto läuft. Sehr gut. Motorrad, beziehungsweise das neue Auto. Und direkt auf... Ey, Leute, wozu auf GTA 6 warten? Wenn man schon diese Geschichte hier hat, ne? Die Autos sehen richtig cool aus hier. Auch die ganzen schwarzen Taxis. Autsch. Autsch. Der Doppeldeckerbus. Alles ein bisschen Science-Fiction, ne? Hier ist ein Polizeikarre. Ich finde das Design von denen mega cool auf jeden Fall, ne? Das ganze Art-Design gefällt mir. Hier ist ein Starbucks-Café, ne? Oder Star Roger. Ist ja ein bisschen paar Jahre in der Zukunft, Leute. Wir sind noch nicht so weit. Da ist irgendein roter Pfeil. Okay, machen wir direkt mal Verfolgungsjagd oder was? Okay, Hammer, ne? Und die Milch? Mein Motorrad ist angemeldet. Alles gut. So, hier können wir... Autsch. Hier können wir rausfliegen. Okay, Leute, merkt euch. In der Zukunft dürft ihr nicht gleichzeitig Motorrad fahren und an eurem Smartphone sein. Wichtige Lektion fürs Leben. Merken wir hier auch mit Watch Dogs, ne? Ne, also wenn ihr irgendwie Musik da... Musik, wenn ihr irgendein Auto hacken wollt, während ihr auf dem Motorrad sitzt, tut es lieber nicht. Tut am besten überhaupt nicht hacken, auch wenn es hier so schön spaßig ist, ne? Da ist ein Delivery-Drohne. Also ich finde das ganze Artstyle mit diesem Neo-Science-Fiction-Welt irgendwie mega cool, ne? So, da habe ich mal eine Sperre aktiviert. Ich gehe mal zum gelben Punkt, dann können wir bestimmt eine Story-Mission starten. So, was haben wir hier? Oh, ein schöner Irish Pub jetzt hier, oder was? Hier können wir Dart spielen. Lady, geh mal weg. Ich zeig dir, wie das hier geht mit Dart spielen. Nochmal. So, wenn man nicht gewinnen kann, Leute, dann boxt man die einfach kaputt. So läuft das hier einmal mit der Elektrofaust, wenn man keinen Dart gewinnen kann. Alles okay. Well done, Team. Mhm, coole Story, Bro. Das ist Gary. Hat er Eyeliner drauf? Er hat Eyeliner drauf. Okay, let's go. London braucht mich, Leute. Ah, sieht schon richtig lecker aus, ne? Mir gefällt der Grafik, wie gesagt, der ganze Stil. Raytracing-Effekte sind da, also richtig schöne Reflexionen. Sieht man hier auch zum Beispiel an der Pfütze und so weiter, ne? Durch dank Raytracing. Ist hier, funktioniert das Ganze auch. Und, ah, das sieht schön aus. Auf dem YouTube. Hey, man's got this, hat er gerade brav gemacht? Okay. Mich hat das gerade. Das ist so, als ob jemand Anrufer nimmt und sagt: Hey, Digi, Kopfhörer. Ah, okay. Hier gibt es auf jeden Fall eine Menge Audiodateien. Das ist jetzt für die Demo zu viel, für das YouTube wieder. Und ja, wenn ihr euch fragt, Leute, ich werde das Spiel auch im Stream spielen, ne? Wenn das Spiel rauskommt, irgendwo Ende November, Oktober ist das, werde ich das natürlich auch entsprechend zocken. Und wir werden das auch, ich denke mal, auch durchzocken, auch wenn es ein Open World spielt. Und ihr müsst natürlich bedenken, alles, was ihr hier seht, ist noch Beta oder Alpha. Es kann noch vieles sich ändern. Es ist noch nicht alles hundertprozentig fertig. Aber es sieht jetzt schon eigentlich sehr solide aus, finde ich. Also, falls es irgendwo hier und dort irgendwo ein Icon ist, was fehlt oder irgendein Charakter-Bug drum. Ne, ist halt noch Beta-Ware. Ja, braucht noch ein bisschen, bis es fertig wird. Und wir springen jetzt erstmal in die Story-Mission rein. Oh, da ist sogar der London-Eye im Hintergrund, ne? London Tower, Big Ben und, Tower nicht, Big Ben ist das, und London Eye zu sehen. Also die ganzen Wahrzeichen hier von London haben die echt gut reingepackt. Einen echt coolen Stil. Nehme ich mir ein Taxi, komm, wir nehmen ein Taxi, ne? Ich spiele mal jetzt einen Taxifahrer. So.
Elektro-Taxi. Das ist einmal ein cooler Soundeffekt. Ne, mal was anderes und ich immer dieses Brrrm-Brrrm-Autos. Mal was anderes und jetzt hast du hier ein volle Kanne Elektroauto. I like it. I like it. Mir gefällt auch wirklich, also die Grafik sieht wirklich sahnig aus, ne? Ich weiß, was so muss man manchmal auch stehen bleiben und auch einfach mal genießen. Ja, Kollege. Ja, spring noch rein. Spring noch rein, Kollege. Muss man einfach mal stehen bleiben und genießen, ne? London Eye, was man hier alles sieht. Die ganzen Wasserreflexionen, dann Great Racing auch wahrscheinlich halbwegs nice, ne? Spiegelt sich alles dahinter. Oh, die Pfützen hier auch immer wieder. Ganze Nachtlichter, also nachts kommt hier auf jeden Fall die Schönheit raus bei dem Ganzen. Sieht auf jeden Fall brutal nice aus. Freue mich auf die ganze Next Generation, ne? Kommt ja auch auf PS5 und so weiter raus. Freue mich auf die ganze Next Gen. Ach ja, und Reflexion auch an der Winch, beziehungsweise an dem Auto selber. Seht ihr es, wie an dem Auto jetzt realistisch gegenüber anscheinend irgendwas Helles reflektiert wird? Das ist halt diese Bushaltestelle hier, ne? Und das ist halt nicht nur eine Fake-Textur, wie es oft auch bei vielen Spielen gemacht wird, sondern wirklich wahrhaftige Reflexion dank Ray Tracing. Ne? Genauso wie der Bus, wenn ich hier mit dem Auto jetzt vorbeifahre, richtig schön reflektiert, ne? Genauso wie es sein soll. Beim Auto selber reflektiert sich auch natürlich die ganze Zeit die Lampen. Also Ray Tracing ist wirklich ein richtig nices Level-Up, ne? Und wir sind nur noch, wir haben noch nicht mal alles von Ray Tracing bisher genutzt. Wir haben noch so viele Möglichkeiten. Was ist hier los? Also hier muss ich jetzt rein, ne? Hier muss ich jetzt rein, aber das ist natürlich eine... So, ich nehme mal so eine Drohne. Bin mal eben so eine Drohne gehackt und jetzt schauen wir mal hier drüber, was hier so los ist, ne? Kann ich die auch hacken? Kann ich die auch hacken? Nee, ne? Doch, aber da unten kann ich was machen. Out of range, als ob. Als ob. Okay, und wie komme ich da jetzt rein? Komme ich da jetzt rein? Okay, da ist eine Treppe. Ich könnte die Treppe nehmen und dann hier durch, ne? Okay. So. Mal eben drum gegangen. Okay. Bin jetzt hier auf jeden Fall auf der richtigen Straße und hier müsste ich jetzt ja irgendwo reinkommen, oder? Zum Beispiel, indem ich hier rüberkletter, aber ja, Stacheldraht komme ich bestimmt nicht durch. Ah ja. Ein Sicherheitstor, Leute. Als ob ich da eine Karte für brauche. Okay, ich brauche eine ID zum Anlocken. Wo ist die ID? Natürlich da drinnen. Oh. 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 Ich habe jetzt hier so eine Cargo-Drohne. Und die hat natürlich auch... So, da kann ich was zum Explodieren bringen. Okay. Ist explodiert. Okay. Und die Drohne kann ich... Ich habe so das Gefühl, es wird das Tor nicht aufmachen, ne? Okay. Haben wir ausprobiert. So, kommen die raus? Kommen die raus? Ich komme raus, oder? Wenn die rauskommen, gehe ich rein. Wenn die rauskommen, komme ich rein. Hallo? Okay. So kann man... So, Leute, genau so kommt man rein. So, ich habe jetzt meinen Sparta-Helm angezogen. Finde ich super. Oh, was gibt's hier so viele Leute? Elektrische Faust. Zack. In die Nüsse. Okay, haben wir auch geklärt. So, hier müssen wir das Ding hacken, ne? Okay. Ah, doch, gefällt mir. Ich werde Spaß damit haben, glaube ich, Leute. Ich werde, denke ich mal, damit Spaß haben. Das Einzige, was ich immer Sorgen habe bei so Open-World-Games, ist, dass es richtig lange braucht, bis man die durchspielt, weil man sehr viel andere Sachen machen kann und nicht immer nur konstant Story hat. Okay. Hier wird gerade echt knusprig. Ich meine, ich habe Waffen. Ich habe Waffen, ne? Aber sowas spiele ich echt gerne, ohne einfach durch blind durchzublästen, ne? Ja, ja, ist okay. Mach das mal in die Knie gebrochen, direkt bewusstlos. So kennt man's. Zwei Faustschläge reichen auch, um jemanden bewusstlos zu machen. Lecker. Mhm. Kann ich den über Kisten-Takedown? Nee, machen. Nee, kann ich nicht, ne? Oh, nee. Der hat einen schlechten Magen. Der hat einen schlechten Magen. Was ist das? Gary, was warst du nochmal vom Beruf? Kollege, bin mir noch nicht ganz sicher, was warst du gerade vom Beruf? Gary, was bist du? Der ist ein Barkeeper. Okay, Barkeeper können schon ein bisschen zuhauen, aber holy shit, kein Wunder, dass er die ganze Zeit besoffen ist, ne? Das ist sein Nachteil, Leute. Und das ist halt auch das Coole an dem Spiel. Du kannst viele unterschiedliche Agenten rekrutieren. So, Spiderbot berufen. Das kann ich ja da unten machen. Das Ding kann auch springen. Grandios. Grandios, okay. Gefällt mir. So, und dann holen wir uns mal diesen einen Tech-Pointer ab. Den können wir dann für Skills verwenden. Bringt mir jetzt natürlich eh nichts. Ich muss das eh dann auch mal in der Vollversion nochmal machen. Aber. Aber. So. Dann mache ich hier um die Ecke. Ich weiß ja nicht, wie die Reichweite ist. Scheint gut zu sein, die Reichweite. Gefällt mir. So, hier durch. Okay. Also seht ihr, um diese Tech-Points zu holen,
braucht ihr auf jeden Fall eure Gadgets. Und damit habe ich mir jetzt was freigeschaltet. 10 Tech Points, um neue Deck-Stack Upgrades freizuschalten. Okay. Das sollte dann hier wahrscheinlich bei Tech gehen, genau. Dann kann ich hier die Punkte nutzen, um weitere Techs freizuschalten. Ne? 25 Punkte für diesen Turret-Hack. Ne? Wird das auch ein bisschen alles verbessert. Und. Okay, dafür braucht man die Dinger. So, aber hier müssen wir jetzt unseren kaputten Spider-Bot wiederherstellen, den wir gerade eingesammelt haben. Okay. Okay, da war ein Dude. Fuck, think we'd go back here. Mhm. Don't trust the Kelly dog. Aber dieser englische Akzent, ne? Schwer zu verstehen. Aber hey, ist ja realistisch. Spielt ja in Englisch, ne? In Englisch, genau. In England. So, das können wir analysieren. Oh my days, you telling me Clan Kelly gangsters under bombing? Looks like a delivery. The Kellys were probably just the supplier. Cuz, look. They clearly ain't with Clan Kelly. Does that mean they're with Zero Day? Well, don't just stand there. Keep looking. Ja, das ist schon ziemlich viel, was die da gerade rekonstruiert haben, ne? Das sagt gerade, das ist alles, was die rauskonstruiert haben. Ist ja fast 1:1 hier Zukunftsvision, ne? Okay, jetzt müssen wir die Gegend verlassen. Kriege ich hin. Ich habe eine schwache Shotgun. Alles okay. Meine Fäuste sind stärker. Gary, unser Barkeeper, der kann nur zuhören wie sein Urgroßvater, ey. Ne? Hat aber auch eine elektrische Faust. Zack. Geht immer rein. Okay. Die sind aber unschuldig, Leute. Deswegen gibt's noch seichte Prügel. Tada! Oh, kann ich den steuern? Bitte. Ja! Geht doch! So. Chocho! Okay, ich kann sogar Sirena machen. Ja, let's go! Ha! Das ist nice. Okay, gefällt mir. Also Fuhrpark ist schon mal am Start. Open World gefällt mir auch. Game Look ist mega nice. Es wird langsam heller. Aber das Gefühl ist, es ist 5.22 Uhr. Ne, es ist 5.22 Uhr. Die Sonne geht langsam auf. Aber es sieht ein bisschen verregnet aus. Okay, das Auto habe ich hier weggenockt, als ob es Plastik wäre. Ich finde, das ist so. Sieht auf jeden Fall sehr... Ich mag den London ist eigentlich wirklich auch eine schöne Stadt. Und ich finde, die haben sich hier wirklich gut nachgebaut. Und vor allen Dingen hat man London bisher nicht so oft, glaube ich, in den Spielen gehabt, ne? So, Sonne geht langsam auf, es wird heller, die Lichter gehen aus, okay. So toll Gary auch ist, der Kollege, für meine nächste Mission will ich irgendwie, glaube ich, ich will die Podcasterin. Die kann Drohnen simulieren, hat kürzeren Hack-Cooldown, wobei die hat auch, die war viel die bessere Mitarbeiterin. Oh, wir hätten die nehmen sollen für die Mission gerade, ne? Und das ist es gerade, für jede Mission gibt es einen unterschiedlichen Agenten, den ihr nehmen könnt oder Rekruten, den ihr anheuern könnt, weil die hat eine, Construction Site Weste, ne? Also eine Warnweste. Und damit wären wir jetzt locker in dieses gesperrte Gebiet reingekommen. Aber ich probiere jetzt mal mit der, ja. Oh, das ist mal ein cooles Auto, ne? Ey. Selbstfahrend hin oder her? Ja, danke. So. Das ist aber auch eine geile Zukunftsvision, muss man sagen, ne? Weil genauso wird es auch in der Zukunft sein, wenn wir selbstfahrende Autos haben, dass man sich einfach in so ein fahrendes Auto einsteigen kann. Und dann einfach rumfahren kann, ne? Und das bringt dich zum nächsten Ziel. Komplett elektronisch, ohne Lenkrad. Du setzt dich einfach hin, wie in so ein kleines Wohnzimmer, ne? Und dann wirst du transportiert. Boah, außer dass ich hier... sorry, europäischer Tourist. Excuse me. My English is very bad. My English is very bad. Sorry. Not the road. This is not the road. I'm sorry. So sorry. I'm so sorry, so sorry. So sorry, Marori. Okay. Alright. Let's go. Hier haben wir Sightseeing-Punkt. Englische Buckingham Palace. Yeah, let's go. Leute, guckt euch das an. Herrliche Architektur. Viktorianisch, selbst im 3000. Jahrhundert. Noch gut erhalten. Da ist noch der Urroben drauf. Ja, fresh and funky. Okay, weiter geht's zum nächsten Sightseeing-Punkt in unserem nächsten Partybus. It's party. Go, go, butterfly, butterfly, go, go, go. So, sorry. Ups, sorry. Sorry, ich hoffe, Zukunft hat eine gute medizinische Veranstaltung hier. Ne? Ein bisschen mit der Hightech-Pflaster mit Nanobots drauf. Alles gut. Hey, englischer Verkehr ist wild, Leute. Viel zu wild. Doch, schöne Stadt, muss ich sagen. Schöne Stadt, schöne Details. Hier haben wir den... Ist das der Tower? Ich habe keine Ahnung. Doch, das muss der Tower sein, oder? Der Tower of London? Von außen angucken.
Ja, das muss der Tower sein, wenn ich mich täusche, oder war der nicht weiter rechts? Nee, das ist der Tower da, ne? Das ist der Tower und das ist die Brücke. Da war ich tatsächlich auch, ne? Ich war ja vor ein paar Jahren in England und da die Tower Bridge, genau. Da bin ich auch oben, da wo dieser Steg hier oben ist, da bin ich auch komplett durchgelaufen. Ne, und hier habe ich so ein paar Real-Life-Bilder. Genau an diesem Platz auch. Jetzt nur einfach noch ein bisschen Science-Fiction drauf. Natürlich bei dem Ei, ne? Bei dem riesen hier Drehrad. Da war ich aber leider nicht drin, ne? Da ist der Big Ben. Und der Buckingham Palace müsste dann auch sein. Ist das der Buckingham Palace? Müsste das nicht der sein? Müsste auf jeden Fall auch hier sein, oder? Der ist es. Der müsste Trafalgar Square, okay. Könnte der sein auf jeden Fall, ne? Und einige von euch werden bestimmt auch irgendwas wieder erkennen. Ja, Buckingham Palace, wusste ich doch. Ha! Kenne mich doch in London aus, Leute. Lebe ich doch dort fast. Einige von euch kenne ich aber auch was von London, Leute. Die Call of Duty-Spieler von euch. Und zwar den Piccadilly Circus, ne? Ja, der finde ich gerade auf die Schnelle nicht, ne? Irgendwo ist hier Piccadilly. Sollte man die Call of Duty-Spieler von euch kennen. Ist ja auch eine ganz beliebte Ecke in London. Ne, wo man auch sehr viel shoppen kann. Vielleicht aber auch hier bei den dunklen Gebieten, wo ich hier gerade nicht sehe. Irgendwo muss er hier sein. Aber egal. Hallo Europäer! Ich bin Deutscher! Hallo! Ich bin Deutschland! Irgendeiner aus Deutschland? Zu Deutschland? Irgendwo in Deutschland? Deutschländer?